ratatatata. Macht Platz, Leute, jetzt ist JCW da. Ratatatatatatatata. Macht die Hände hoch für das Festival. Wir wollen ja, dass der die ganze Bühnen, die hier gibt, die ganze Gebäude hier in Viertel und so weiter, so wie Haus der Kultur in der Welt und so, dass sie geöffnet werden und so für Jugendlichen, die viel zu sagen haben, viel Talent haben, aber keinen Ort haben. Und das hat der Haus der Kultur in der Welt, die sind eingegangen. Wir haben es geschafft durch Druck, ja. Und heute wollen wir zeigen, dass wir das durchziehen können. Ich glaube, die sind überrascht, dass 45 Veranstaltungen da stattfinden werden. Von aller Bereiche, Leute von aller Herkunft, aller Art von Projekte, die bedroht sind auch, kein Geld haben und so, aber trotzdem weitermachen. Die werden heute zeigen und so, was für in Zukunft die Berliner sein können. Da war es, Berlin wird heute gezeigt. Was wollen wir? Zugang! Meiner Gegend und dann willst du es nicht mehr. Der Berliner Bär, der auf uns wacht und der deutsche Staat, der ein Auge auf uns hat. Wenn du in meiner Gegend nicht aufpasst, bist du der, der eine Faust kassiert hat. Hier im Brennpunkt an, trägt das Gesetz dein Kopf. Die Bullen kommen mit mancher Zwang, Helm und Schlagstock. Alles von 60 über eingesehen. Rat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 a. Macht Platz, wenn du jetzt zu den Wiener. Rat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 a. Macht die Hände hoch für das Festival. Strukturell sind wir der Meinung, dass Deutschland als Einwanderungsland auch im Thema Theater nicht so repräsentiert wird, wie die Gesellschaft eigentlich gespiegelt werden sollte in den Institutionen. Das heißt, dass die Institutionen einfach hinterherhinken, dass die Gesellschaft funktioniert, aber eigentlich nicht demnach funktioniert, wie die, ja, das Volk, aus dem das Volk besteht. Genau, das heißt also, dass wir der Meinung sind, dass viel zu wenig Migranten in Institutionen oder in Chefpositionen oder auch nicht Chefpositionen, sondern einfach als Repräsentanten von Kulturbetrieben, aber auch anderen Institutionen vorhanden sind. Und inhaltlich haben wir das Gleiche dann jetzt bezogen aufs Theater auch, da oftmals, wenn Rollen vergeben werden, unserer Meinung nach immer die gleichen Klischee-Rollen produziert werden. Und auch oftmals Migranten immer nur diese Rollen zu spielen bekommen und es eben nicht so ist, wie es beim Schauspiel eigentlich sein sollte, dass jedes von jedem gespielt werden kann, sondern dass immer die Rollen schön verteilt werden. Und das ist für uns eigentlich eine totale Entfremdung vom Theater. Weil damit werden eigentlich Vorurteile nur geschürt. Man bleibt auf dem Platz. Es ist keine Repräsentation unserer Gesellschaft und auch keine Weiterentwicklung möglich. Hier in Berlin fliegen die Autos in die Luft und die Häuser angezündet. Einfach so aus Lust. Reicht mir jetzt, Mann! Ich hasse das hier, den ganzen Krieg mit zwischen den Deutschen und den Türken. Danach, wir sehen diese Kartoffelchips, ich sag, geh, hau ihn! Ich gehe in diese kleine Memme, ich sag, Memme, hat sick und hau ihn! Hau ihn! Aber er kommt nicht ran, weil der Kartoffelchips ist zu groß! Ich hab immer Plan B. Guck mal, was ich mache. Dann machen wir deinen Kopf runter. Hau ihn! Was sagst du? Er gibt dir nichts. Ich hab da so einen Hund. Ein Mania. Ein Mania riecht Kümmel schon von Weitem. Was? So gehen wir mit den Problemen um. Und Anna hat diesen Kindern einen Ort gegeben. Ein Ort, wo die frei waren. Ein Ort, wo sie nicht nur an den Tod denken. Ein Ort voller Freiheit. Wir alle sind gefangen in diesem verdammten Konflikt. Selbst wenn man Gutes tun will, wenn man helfen will, wenn man Kindern ein Lächeln schenken will, wenn man einfach nur liebt, versuchen sie einen daran zu hindern. Geh das Risiko ein, sei kein Feigling, mach die Augen auf und sag doch einfach mal Gemeinde. Hab keine Angst davor, anders zu sein. Anders zu sein heißt menschlich zu sein. Aber weißt du was? Ich kenne niemanden, der Bier ist. Also gut.
Mich kennst du? Ja, jetzt. Aber weißt du was? Erzähl mir mal mehr darüber, ja? Ich lade dich ein zum Kaffee. Cool, ja, komm. Aber du zahlst. Wohin geht sie denn? Jetzt mal. Nein. Boah. Wir haben doch nur zwei Filme geguckt. Nein. 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 Mit 16 Jahre alt, lebt sogar in 14 Leben auf der Straße und muss seitdem um sein Leben kämpfen. Hat jemand vielleicht ein bisschen Kleingeld? Aktuell sind 18.000 Menschen in Deutschland obdachlos. Davon sind 7.000 Jugendliche und Kinder. Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche ganz gut Deutsch. Wie sind deine schulischen Leistungen? Ich stehe jedem Fach 1. Bist du nicht viel zu jung? Nein, ich denke nicht. Ich habe mich informiert und ich erfülle alles. Und was ist mit deiner Verschleierung? Denkst du, so können wir dich hier annehmen? Wegen meiner Religion. Ich dulde in meinem Krankenhaus keine religiöse Extremität. Außerdem gibt es Ärzte, die Kruzifixe tragen. In anderen Krankenhäusern habe ich das auch gesehen. Wo liegt das Problem? Ich verstehe das nicht. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, ich dulde es hier nicht. Was dulden Sie nicht? Ich... Überall, wo ihr seid, randaliert ihr und es gibt Ärger. Und außerdem brauchen wir selbstbewusstes Personal. Ist das gerade Ihr Ernst? Denken Sie wirklich, wir sind Terroristenbräute? Ich bin gebildet, motiviert, kompetent und geduldig, Mann! Ihnen geht da etwas! Wenn ihr diese Scheiße miterleben wollt, wir platzen in das System mit Argumenten 1000 Volt. Und mein Schlusswort für euch, der Weg bis hierhin war krass hart. Also Belly, mach mal ein bisschen Lärm für diesen letzten Part. Ratatatatatatata, macht Platz, Leute, jetzt ist JTB da. Rat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 a, macht die Hände hoch für das Festival. Rat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 a, macht Platz, Leute, jetzt ist JTB da. Rat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 a, macht die Hände hoch für das Festival. Rat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